ihr habt gestartet, ihr habt die ersten Kunden eigentlich im Prinzip direkt gewinnen können mit eurem Coaching-Angebot. Dann 15.000 oder 20.000 Euro Monatsumsatz gemacht, relativ schnell. Ne? Ihr habt euch auch diesen Award hier verdient. Mittlerweile, der beste Monat waren, glaube ich, 60.000 Euro. Genau, also knapp über 60.000 waren es dann. 60.000 Euro Monatsumsatz. Mit einem Angebot, was es im Prinzip ja erst seit wenigen Monaten gibt, ne? Genau, seit einem halben Jahr jetzt. Seit einem halben Jahr. Wie ist das Ganze angelaufen? Ja, oder wie war es so, in unser Coaching reinzukommen? Mein Name ist Gabriel Haug. Und mein Name ist Adrian Philipp. Und wir helfen Angestellten dabei, in die Selbstständigkeit zu starten. Also den ersten Kontakt hatte ich tatsächlich, das erste Mal gesehen hatte ich Andreas auf einem Speaking-Event, ich glaube das war 2017, 2018. Und tatsächlich dann eine lange Zeit nicht verfolgt und dann entdeckt wieder über eine Facebook-Werbung tatsächlich und dann gedacht, hey, den kenne ich doch, höre ich mir vielleicht mal an, was das Ganze so bringt, weil ich glaube, das passt ganz gut auf meine Situation. Und dann eben auch dazu entschieden, ja, Kunde zu werden. Ja, ich freue mich einfach darauf, auch Markus ein bisschen kennenzulernen, auch mal im Privat, weil wir ihn ja immer über die Zoom-Calls gesehen haben und einfach mit ihm zu reden. Ja, ich bin auch mal sehr gespannt drauf, was vielleicht so mal zu Fragen zu unserem Business gibt und vielleicht so Dinge, über die wir vielleicht noch gar nicht so häufig nachgedacht haben. Und finde ich ganz spannend. Ihr habt schon die ganze Zeit nicht zusammen gesessen im Büro, sondern getrennt gearbeitet. Also ich war mal immer für eine Zeit lang, sei es jetzt ein, zwei Wochen oder auch mal einen Monat in Berlin. Hm. Und dann haben wir halt zusammen im Büro gearbeitet, haben auch gemerkt, es ist halt deutlich produktiver. Ja. Und sonst halt viel über Zoom einfach. Ja. Ja. Also komplett digital gestartet im Prinzip. Ja, inspiriert von euch tatsächlich, wollen wir jetzt uns auch ein Team aufbauen, ne, mit Assistenten, Settern, Closern, alles Mögliche. Hm. Genau, und deshalb ziehen wir zusammen. Das war beim Andreas und mir übrigens genauso. 2016 habe ich viel trainiert immer. Ne? Mhm. Und da war ich immer in so einem Fitnessstudio. Das ist so ein Underground-Fitnessstudio, so ein bisschen. Das ist, richtig cool. Da hängen so Schwarzenegger-Bilder und so an der Wand. Das ist richtig geil. Mhm. Also da war ich auch deutlich trainierter als jetzt zum Beispiel. Und da habe ich so eine Übung gemacht. Dabei ist mir ein Unfall passiert und eine Scheibe aufs Knie geflogen, weil einfach so Sachen umgefallen sind. War ein bisschen doof, ich war alleine da und habe mich verletzt, da konnte ich auch nicht richtig laufen. Dann bin ich die ganze Zeit auf Krücken unterwegs gewesen, für eine Woche war das. Und weil ich mein Knie halt irgendwie geprellt hatte. Und da habe ich auch eine Woche mit Andreas nur im Büro gesessen, weil normalerweise war ich ja Vollzeit arbeiten als dualer Student, damals noch. Und dann waren wir so produktiv im Prinzip, dass ich gedacht habe, ey, ist komplett irre eigentlich nicht, den Job zu kündigen und das Vollzeit zu machen. Aber das ist auch, glaube ich, das, was ihr macht, ne? Ihr zeigt ja Angestellten, wie sie aus ihrem Angestelltenverhältnis rauskommen und sich selbstständig machen. Genau, ja. Ende des Tages. Ja. Wie seid ihr da drauf gekommen? Tatsächlich eigentlich so durch unsere Situation von, sagen wir mal, vor 3 Jahren. Mhm. Das war auch so der Zeitpunkt, wo ich halt gesagt habe, neben meiner Ausbildung ganz normal, irgendwie muss da noch mehr gehen, als jetzt irgendwie die ganze Woche hier rumzusitzen und irgendwie für nichts wirklich zu arbeiten. Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Als Fachinformatiker. Also jetzt auch nicht unbedingt so was super Spannendes. Ja. Habe ich mir ein bisschen schöner vorgestellt, aber nach einem halben Jahr war es dann doch irgendwie das Gleiche. Mhm. Und damals habe ich dann tatsächlich auch wirklich gesucht nach irgendjemandem, den man mal fragen kann, okay, wie funktioniert denn das Ganze? So, wie starte ich mir mal, oder wie baue ich mir mal was Eigenes auf? Wie starte ich überhaupt mal was Eigenes? Was gibt es da überhaupt noch? Was war das? Wann war das? 2000? Das war Anfang 2017 dann. Oder 18? Die 17. Ja. Genau. Und das war dann halt so der Zeitpunkt, wo ich dann auch gesagt habe, ich versuche mal nebenbei irgendwie was. Dann ist man halt irgendwie alle Businessmodelle, die es mal irgendwie auf YouTube, die man mal irgendwie gesehen hat, haben wir mal ausprobiert. So, das heißt jetzt Dropshipping, Affiliate Marketing, irgendwie mal einfach in der Hoffnung, irgendwas zu finden, was mal funktioniert. Ja. Und eben genau dieses Problem, diese Ziellosigkeit und so diese gefühlte Wand vor einem, dass man halt gar nicht genau weiß, wo man anfangen soll. Genau da wollen wir halt die Leute abholen und sagen, okay, diese Wand ist gar nicht mal so groß, wie man denkt. Und eigentlich kann man vielleicht auch ganz leicht dran vorbeilaufen, wenn man einfach den Weg kennt und eben nicht nur auf diese Wand starrt. Und genau, das war eigentlich so die Intention bei mir, warum wir uns dazu auch eben entschieden haben, dass wir das Ganze eben so weitergeben wollen. Mhm. Was bringt ihr euren Kunden dann konkret bei? Also welches Geschäftsmodell?
Also vom Geschäftsmodell her versuchen wir immer bei der Leidenschaft anzufangen. Ja, also Hobbys, Tätigkeiten, Skills, vielleicht bringen die irgendeine Expertise durch ihren Beruf mit, Ausbildung. Und dann schauen wir, okay, wie kannst du darauf eine Offer aufbauen? Ja, eben, okay, was macht Sinn? Offer, Angebot. Also ein Angebot aufbauen, genau. Okay, was macht Sinn? Wo kannst du Menschen bei helfen? Also wir versuchen immer, okay, du brauchst eine Win-Win-Situation zu erzeugen, ja, damit dann Leute eben auch bei dir, zu dir kommen und da kaufen. Und genau, was wir noch machen, ist, wir gehen auch relativ viel in die Mindset-Richtung. Nicht in diese, wie nenne ich es jetzt, so, ne, in diese Motivationsrichtung und esoterisches. Chaka-Chaka. Genau, genau, sowas nicht, sondern tatsächlich ist es eher ein bisschen back to the basics, würde ich fast schon sagen, ja. Also mach mal ein bisschen mehr, anstatt die ganze Zeit Bücher zu lesen, wie du mehr machen kannst. So würde ich es jetzt sehr runtergebrochen beschreiben. Also ihr bringt die Angestellten sozusagen in die Umsetzung, dass sie lernen. Genau. Viel mit Umfeld auch noch arbeiten wir. Ja, wir planen jetzt viele Seminare. Ist jetzt schwierig durch Corona. Und wir haben auch viele Kunden, die zu uns nach Berlin gekommen sind und haben einfach ihnen auch die Möglichkeit gegeben, okay, hier, so fühlt es sich an, in einem Büro zu arbeiten. Ja. Kannst hier eine Woche bleiben und genau, dann haben wir gemeinsam. Kunde geworden, da wart ihr schon zusammen, als ihr Kunden geworden seid bei uns? Wartet ihr das schon? Nein, tatsächlich nicht. Genau, also ursprünglich war ich damals, also als wir Anfang des Jahres, glaube ich, zu euch kamen. Anfang 2020. Genau, ja. Anfang 2020 zu euch kamen. Da war, also kam ich erstmal alleine, noch mit einem ehemaligen Partner dann zu euch. Okay. Da war halt eigentlich eher so das Thema, okay, wir bauen eine Agentur auf. Mhm. Aber auf dem Weg haben halt Gabriel und ich uns auch kennengelernt. Also auch einfach gemerkt, okay, hey, wir harmonieren eigentlich ganz gut zusammen bei der Arbeit. Gabriel dann so in diese Mindset-Richtung eher, also in dieses, was du ja gerade erzählt hast. Und bei mir geht es dann eher so in diese Struktur, okay, wie baust du jetzt konkret dir sowas Selbstständiges auf? Wo fängst du da an, Kunden zu finden und so weiter? Und deswegen haben wir uns halt auf dem Weg kennengelernt und gemerkt, okay, hey, warum machen wir sowas nicht? Weil eigentlich ist es genau das, was wir eigentlich machen möchten und eben nicht eine Agentur zu starten, sondern halt eben eher Leuten dabei weiterzuhelfen mit den Erfahrungen, die wir schon gemacht haben. Mhm. Und genau, so hatten wir halt vor einem halben Jahr dann das Ganze gestartet, sodass wir dann auch gesagt haben, ja, das harmoniert richtig gut zusammen und wir ergänzen uns da sehr, sehr gut, dass wir den Kunden halt auch eben aus beiden Richtungen mal sowas weitergeben können. Gabriel eher so der extrovertierte Part, auch um die Leute so ein bisschen abzuholen, ich eher so der introvertierte Part und genau, das klappt tatsächlich ganz, ganz gut. Wie ist das Ganze angelaufen? Ja, oder wie war es so, in unser Coaching reinzukommen? Wenn du das jetzt mal so beschreiben musst, ich meine, schauen ja viele Leute zu. Also es war so, als wir gestartet haben und uns unser Angebot überlegt haben mit dem Coaching, was wir jetzt machen, um die Leute halt in die Selbstständigkeit zu bringen, war das halt wirklich schön, weil es so ein bisschen wie, ich vergleiche es mal mit Malen nach Zahlen war, weil wir halt genau wussten, okay, das müssen wir jetzt machen, dann kommt als nächstes das und dann das und dann das. Und wenn wir es einfach machen, dann funktioniert das auch. Und so war das tatsächlich auch. Wir haben dann halt gemerkt, okay, zu Anfang hatten wir noch ein bisschen den Gedanken, vielleicht müssen wir da nochmal was auf unsere Situation anders anpassen, weil es vielleicht bei uns anders läuft. Aber das haben wir recht schnell verworfen, weil wir gemerkt haben, okay, die Systeme, die wir von euch bekommen haben, die funktionieren halt einfach. Und dann haben wir auch recht schnell gemerkt, gleich im ersten Monat auch, okay, das klappt ja doch besser als gedacht und wurden dann halt im ersten Monat auch direkt fünfstellig. Halt auch relativ niedrig mit, ich glaube, 15.000 Monatsumsatz, 15.000 oder 20.000. Aber haben dann auch gemerkt, weil das war damals halt eine utopische Zahl erstmal für uns. Ja. Wir haben uns dann als Ziel... Wie war das so, das erste Mal so einen Umsatz zu machen, 15.000 Euro? Genial. Ja. Das war... Ich fand, was noch besser war, war unser erster fünfstelliger Tag. Ja, da sind wir morgens um 8 Uhr aufgestanden und haben durchgeclosed, damals noch zusammen in einem Call, also wir haben beide die Closer, bis um 23.40 Uhr der erste fünfstellige Tag und es war Party. Ja. Genau, also es war wirklich so ein surreales Gefühl eher. Also man hat nicht wirklich das Gefühl, okay, ich habe jetzt gerade wirklich so viel umgesetzt, sei es jetzt im Monat oder am Tag gewesen, sondern es war eher so, okay, jetzt haben wir das geschafft, das fühlt sich verdammt gut an, aber noch so unwirklich, ich glaube, wir müssen einfach mehr machen. Also haben wir das eher als Motivation genommen, halt immer weiterzumachen, weil wir halt eben auch wollten, okay, es soll halt nicht dabei stehen bleiben, dass wir das einfach zu zweit so aus dem Kinderzimmer quasi aufbauen, sondern halt eben, dass wir das Ganze größer machen, weil wir haben dann gemerkt, hey, da ist ja wirklich Potenzial hinter. Wir können den Leuten wirklich weiterhelfen, weil die Leute, die dann bei uns waren, so nach einem Monat dann, haben auch gesagt, hey, das gefällt mir richtig gut, das ist klasse, so danke euch dafür. Bis dann halt so die weiteren Erfolge kamen, hat das natürlich gedauert, bis wir dann wirklich gesehen haben, hey, okay, die verdienen jetzt ihr erstes Geld,
Die haben jetzt ihre Routine aufgebaut, die sind jetzt dabei wirklich auch sich mit guten Kollegen zusammen ein Büro vielleicht zu holen oder ein Coworking Space. Und wenn man also dann geht dann wirklich hin und erklärt denen, wie sie dann auch zum Beispiel anfangen, einfach mal sich ein Unternehmerumfeld aufzubauen. Genau, also wir versuchen das natürlich mit unseren Leuten, die wir auch mit, oder mit unseren restlichen Kunden zu connecten, die wir halt haben, aber auch einfach, dass die sich halt die richtigen Leute rauspicken. Also Thema Umfeld, das, da geht Gabriel relativ viel drauf ein. Also das ist ja natürlich auch ein super wichtiges Thema. Ne? Ja, gerade für den Start der Selbstständigkeit. Genau. Ist das, ja, wir haben für viele sehr, sehr schwierig zu erkennen, wenn man selbstständig wird, dass das alte Umfeld gegebenenfalls das nicht so, ja, sag ich mal, feiert oder zelebriert, weil man eben was anderes macht, weil man vielleicht plötzlich weniger Zeit hat, weil man plötzlich nicht mehr auf jede Feier kommen kann und so weiter und so fort oder nicht mehr für jeden Spaß zu haben ist, wenn man sagt, hey, pass auf, ich komme jetzt zwar von der Arbeit, normalerweise, keine Ahnung, hätte ich jetzt mit dir, was weiß ich, zusammen irgendwas gemacht, aber ich will jetzt gerade in meinem Business arbeiten, aber ich habe am Wochenende Zeit oder so. Und das gefällt halt vielen nicht im ersten Moment. Wenn man da so, wenn da so ein Kumpel auf einmal anfängt, ein Freund oder eine Freundin, keine Zeit mehr zu haben, weil man eben was Eigenes aufbauen möchte. Ja. Also habt auch euer Umfeld sozusagen verlassen müssen, als ihr selbstständig geworden seid. Ja, genau, das, da hat man ja genau was das gemerkt. Was haben die gemerkt. Denn so gesagt? Ja, eben genau das, was du ja auch gesagt hast, so viele Leute, denen man ja nichts Böses wollte, nur weil man sich jetzt mal auf was anderes konzentriert hat, die haben sich dann halt abgewandt und gesagt so, hä, was machst du denn da jetzt? So, mach den Scheiß mal alleine, aber dann machst du halt nicht mehr bei uns im Freundeskreis mit. Sowas in diese Richtung. Ja. Das also war viel mit Zocken damals, so wenn man in dieser Gaming-Community war. Man sagt dann, hey, ich habe jetzt mal nicht Zeit, jeden Tag 5 Stunden Counter-Strike zu spielen. Dann ist das plötzlich so, was, du hast uns die Freundschaft gekündigt? Das geht dann so in diese Richtung. Ne? Man lernt doch neue Leute kennen. Ja? Es ist nicht so, dass wenn du irgendwo Neues hingehst, dieses, wie heißt es, In-of-Group, Out-of-Group-Modell, ja? Also wenn du irgendwo Neues hingehst, dass du dann niemanden Neues kennenlernen wirst, sondern wenn man dem Ganzen halt Zeit gibt, dann wird es auch. Dann ja, also ich kenne auf jeden Fall jetzt deutlich mehr Menschen als früher. Ja. Und meine Freunde sind auch, sage ich mal, würde ich sagen, die gönnen mir mehr als vielleicht die Freunde, die ich früher hatte. Die es mir nicht unbedingt all das können, was wir gemacht haben. Weil das Problem ist halt, die Leute sehen halt, okay, wir hatten quasi dieselben Startvoraussetzungen und er hat das gemacht und er hat das gemacht, wobei es halt auch komplett egal ist, weil jeder hat ein eigenes Wertesystem, keiner muss hingehen und ein Multimillionenunternehmen aufbauen. Das kann man machen, wenn man das möchte. Erfolg ist auch was total Individuelles, so der eine ist erfolgreich, wenn er, was weiß ich, im Sport super erfolgreich ist, der andere, wenn er unternehmerisch erfolgreich ist und der andere, wenn er, keine Ahnung, in World of Warcraft super erfolgreich ist. Das ist auch alles legitim und auch alles in Ordnung und da kann man auch leben und leben lassen, denke ich immer. Muss ja jeder für sich selbst wissen. Genau. Das ist aber ein wichtiges Learning, was man da kennen muss, dass das halt einfach mit dazugehört, wenn man Unternehmer wird. Das ist halt, wie man sagt, hey, ich mache jetzt was Neues, ich gehe jetzt einen anderen Weg und klar, die Leute, die einen anderen Weg gegangen sind, die vielleicht kein Unternehmer sind, die haben andere Interessen einfach. Ja, genau. Und schauen da anders drauf. Nur es ist halt sehr auffällig, wenn man ein Unternehmen aufbaut. Ja, ich finde so dieses Thema Gönnen, einen anderen was gönnen, was du gerade gesagt hast, finde ich ist sehr markant. So wenn man mal schaut so auf alte Leute, hattest du ja letztens auch erzählt, dass es dann so eine Gruppe gibt, wo sich die Leute dann sagen, hey, hast du mal gesehen, was der jetzt macht? So, ja, keine Ahnung, der fällt doch eh bald auf die Schnauze oder sonst irgendwas. Mhm. Dass die alten Leute einem das dann meistens gar nicht gönnen, weil die denken halt so, wie du ja meintest, so, okay, die hätten es ja auch erreichen können, rein theoretisch. Ja, genau. Weil die hatten ja dieselben Voraussetzungen. Aber die neuen Leute, die man kennenlernt, das merken wir auch wirklich sehr, auch bei unseren Teilnehmern, die gönnen einem ja selbst den Erfolg. Das ist ja auch das Schöne bei diesem Coaching-Konzept, dass die Kunden einem das selbst ja gönnen und wir den Kunden ja auch. Also das ist halt wirklich eine Win-Win-Situation für alle. Ja. Und das ist halt wirklich schön, sowas dann auch zu merken. Ja, man kann ja auch nur ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen, im Prinzip meiner Meinung nach, wenn man so jemand ist, der anderen auch was gönnt, der was Positives bewirken will. Also wenn du, man kann es gibt immer die Möglichkeit, sozusagen Leute irgendwie, was weiß ich, kurzfristig zu betrügen, was darzustellen, was man nicht ist. Aber wenn du ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen willst, dann musst du im Prinzip einfach eine positive Arbeit leisten, du musst Ergebnisse liefern, du musst zufriedene Kunden haben, du musst ständig immer weiter überlegen, hey, was können wir besser machen, wie können wir diese Prozesse verbessern, wie kann ich meine Mitarbeiter besser ausbilden oder wie kann ich noch bessere Talente sozusagen für mein Unternehmen begeistern und die heranziehen und auch von außen sozusagen neues Positives finden, weil sonst das ist es gar nicht möglich, so ein Unternehmen aufzubauen, wenn man nicht ständig immer wieder, sag ich mal, am
ja, am Nabel der Zeit bleibt, um das zu verbessern und auszubauen. Also ich finde einfach dazu. Ich finde das tatsächlich super wichtig. Ich erinnere mich noch da an den Moment, an dem Adrian mir dieses Partnerprogramm von euch gezeigt hat. Und ab dem Moment, ab dem ich realisiert habe, dass man mit euch nach Dubai kann, ab dem Moment habe ich gesagt, hey, wir wollen, dass unsere Kunden sich bei uns so fühlen, wie wir uns bei euch fühlen. Ah ja, das ist auch quasi, dass man sagt, hey, da habe ich Bock drauf. Genau, so dieses. Ich möchte das machen, ich habe Lust, sozusagen mit meinem Coach auch Zeit zu verbringen. Ja, genau. Und auch generell mit den Live-Calls, dass wir uns drauf freuen. Wir stellen uns Wecker, wir blocken uns beispielsweise montags um 18 Uhr und freitags um 10 Uhr blocken wir uns seit Monaten. Mhm. Ja, und einfach diese Freude dabei zu sein, das wollen wir dann eben auch weitergeben, weil es einfach cool ist. Ich gehe mal davon aus, bei euch ist das auch so. Da auch ein Teil ja, definitiv. Oder? Also was wir so auch an Feedback bekommen, einfach weil die ja auch merken, okay, das ist jetzt halt nicht nur irgendwas, so ein hingeklatschter Online-Kurs oder so bei uns, was die halt viel schon kennen. Also wir haben einige gehört so, ich habe schon in der Vergangenheit schon mal Erfahrung XY gemacht und wir müssen da halt fast drüber lachen, weil wir so denken, okay, ja, genau das machen wir eben nicht. Und ist halt schön auch von den Leuten dann mal zu hören, hey, ich bin wirklich dankbar, dass ich zu euch gekommen bin, weil XY oder die haben dann vielleicht mal nach einem Monat schon das erste Geld selbstständig verdient, was vorher für die undenkbar war. Und dann haben die plötzlich was verdient und haben schon ihre halbe Anfangsinvestition gefühlt raus. Das ist immer der geilste Moment eigentlich, wenn man zum ersten Mal selbstständig seine eigene Dienstleistung verkauft hat und seinen ersten Kunden gewonnen hat. Ja, so, der erste Kunde war... So der erste Step in eine neue Welt, meiner Meinung nach. Ja, also ein neues Abenteuer. Ja. Oder? Ja. Es dauert gar nicht so lange, wie man denkt. Ja, Anfang. Klar. Also wenn man natürlich einen Coach, einen Mentor an der Seite da hat, geht das natürlich schneller. Wie euch jetzt zum Beispiel. Oder euch. Oder uns. Ja, wir helfen ja vor allen Dingen auch Leute, also Unternehmern, die schon ein bestehendes Coaching-Business, Dienstleistungs-Business haben. Oder eine größere Firma mit Mitarbeitern, ja, im Geschäftsführertraining. Wir haben ja unterschiedliche Trainingsprogramme. Ja. Aber ich finde auch tatsächlich, weil bei uns war es tatsächlich wirklich so, wir haben gesagt, okay, am ersten des Monats starten wir und am zweiten hatten wir schon den ersten Kunden bei uns abgeschlossen. Und das, wie du ja gerade meintest, so, das geht halt wirklich schneller, als man denkt. Wenn man halt bei uns im Training wart, oder? Genau, also wir waren schon früher bei euch im Training, aber mit unserem Coaching, mit unserem Angebot haben wir halt am ersten des Monats offiziell gestartet. Da haben wir vor uns ein paar Gedanken gemacht, wie wir das Ganze strukturieren. Also quasi Vorbereitung, genau, wie vorher, dann habt ihr gestartet und dann habt ihr am zweiten Tag schon den ersten Kunden gewonnen. Genau. Ja. Sehr gerne. Genau. Und die Skripte waren perfekt. Ja, konntet ihr vorher verkaufen? Nein. Ja. Ein bisschen. Also ich habe da immer eine lustige Geschichte, die ich auch unseren Teilnehmern erzähle. Also ich war früher so, sagen wir auch vor 3 Jahren, so dieser Typ auf diesem Level schüchtern, dass man irgendwie nicht mal bei irgendeinem Lieferservice anrufen wollte, um da was zu bestellen. Mhm. Ich glaube, das ist ja bei Yannick auch so ein bisschen so gewesen. Ja. Und ich hätte mir, also auch bevor wir damit gestartet haben, niemals irgendwie denken können, okay, ich kann jetzt irgendwie ein professionelles Verkaufsgespräch führen. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass wir das aufgeteilt haben, dass ich hauptsächlich der Closer bei uns bin und Gabriel hauptsächlich der Setup. Obwohl du der introvertierte Informatiker Ja, genau, warst, genau. Ja. So dieser typische introvertierte Informatiker. Und jetzt ist es halt genau umgeschiftet. Und ja, hätte ich mir auch nie gedacht. Ja. Aber es ist wirklich so, wenn man dann plötzlich eine Sicherheit darin hat und auch weiß, wofür man das macht, dass es halt eben nicht nur ist, oh, ich will demjenigen jetzt irgendwie irgendwas aufschwatzen, wie das ja immer so von anderen Leuten hauptsächlich gesagt wird, sondern ich will dieser Person ja wirklich helfen. Und ich finde, das ist so dieser wichtigste Gedanke dabei gewesen, dieser wichtigste Mindset, den ich auch mit dadurch bekommen habe. Dann ist es ein ganz anderes Gefühl, wie man da rangeht. Und man hilft der Person halt auch wirklich weiter, in der Beratung auch schon. Ja, ja. Und genau. Die meisten verstehen halt nicht, dass man verkaufen lernen kann. Das heißt, wenn du jetzt hier zuschaust und du weißt nicht, wie man verkauft, du hast keine Ahnung, wie man dabei vorgeht, ist mir auch cool. Ich weiß noch früher, als ich selber noch nicht wusste, wie man verkauft, habe ich mir gedacht, wie soll man ein dynamisches Gespräch mit einer anderen Person, was immer anders abläuft, systematisieren, sodass man da immer wieder das Gleiche macht. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich hatte damals irgendwie mal, glaube ich, Wolf of Wall Street gesehen. Ich glaube, der kam ja 2013 raus oder so. Ja, genau. Oder 2012, 2013, irgendwie so in den Dreh. Damals im Kino habe ich den gesehen und dachte, ich will irgendwann mal verkaufen lernen. Ich will unbedingt irgendwann mal Verkäufer werden. Das hatte ich immer so im Kopf, aber man hat ja keine Ahnung, was soll ich denn verkaufen? 2013, da war ich in der Schule. Ja. Mhm. Da habe ich gar nichts verkauft, da war ich gerade Abi am Vorbereiten sozusagen. Und dann habe ich ja Abend kennengelernt und Abend habe ich ja dann gefragt, hey, willst du mir Verkaufen beibringen? Da hat er gesagt, warum sollte ich das machen? Wenn ich dir das beibringe, dann bin ich ja quasi obsolet hier. Weil ich bin ja der Verkäufer.
Ja. Und wenn du das ja auch kannst, dann sieht man noch, was wir selber für Mindset-Probleme hatten. Aber ja. Ich kann keine Leute ausbilden, verkaufen, weil dann mache ich mir eine eigene Konkurrenz sozusagen. Ne? Ja. Ja. Und dann hat es mir dann doch beigebracht. Habe ich dann immer neben ihm gesessen und das beobachtet. Und dann haben wir das so Stück für Stück ja entwickelt in Hunderten und Tausenden Gesprächen, diesen Leitfaden entwickelt und das dann gesehen. Dann haben wir gesehen, dass es immer wieder gleich abläuft. Aber grundsätzlich für alle, die zuschauen, wenn du ein Skript benutzt, ja, eine gewisse Vorgehensweise hast, dann ist das ja so, als würdest du jedes Mal immer dasselbe Gespräch führen. Und dadurch, wenn du das dann systematisiert hast und dieses Skript hast oder diesen Leitfaden, also ja eigentlich ein Skript, ein Wortskript zum Beispiel, dann bist du natürlich auch in der Lage, sozusagen das immer wieder zu wiederholen und gleich zu machen. Und dann muss man noch Einwandbehandlung lernen. Da haben wir, sag ich mal, auch sehr, sehr großartige Arbeit geleistet bei uns im Training, auch aus ja, also unzähligen, ich weiß nicht, wie viele Gespräche wir führen mussten, um dann das ist ja im Prinzip ein Algorithmus. Ne? Ich meine, du kennst dich aus Informatik. Ja. Das Einwandbehandlungsschema aus unserem Training kennst du ja. Es ist ein Algorithmus im Prinzip. Ja, genau. Es ist halt spannend, wie, als wir das auch das erste Mal wirklich so gemacht haben, es ist halt spannend, wie das wirklich so funktioniert. Okay, man geht jetzt das durch. Ja, nein. Okay, weiter geht's. Und dann kommt man in die Schleife. Bis genau, hat. Genau. Und das ist halt spannend ist gewesen, dass es dann plötzlich funktioniert hat. Und wir dachten so, okay, krass. Das wäre ja, halt, das ist crazy. Vorher hat man so gesagt, ja, ich will allein dieses Einwandbehandlungsschema, was wir in unserem Training haben, ist schon mehrere hunderttausend Euro wert, meiner Meinung nach. Ja. Wenn du das einmal verstanden, wenn du das einmal drin hast und bist Unternehmer, ganz egal, wann du das lernst, ob du 50 bist oder ob du 23 bist, wenn du dieses Einwandbehandlungsschema lernst, es ist unmöglich, wenn du das kennst, nicht zwangsläufig und du nutzt es konsequent die nächsten Jahre und Jahrzehnte nicht Millionär zu werden. Unmöglich, meiner Meinung nach. Ich freue mich drauf. Ja. Ja. wenn du es verinnerlichst, dass du immer wieder anwendest. Ja, und ich finde das so, dass das Training halt super wichtig, ne? Also, dass man es auch immer wieder trainiert. Also, das habe ich jetzt extrem gemerkt, okay, sagt ihr auch mal wieder, nicht am Kunden üben, sondern halt in einer gestellten Situation mal üben. Ja, Rollenspiele. Genau, und das haben wir dann auch zu Anfang gemerkt, okay, da hat uns einer mal jemand einen Einwand gebracht. Wir wussten halt erst nicht genau, wie wir darauf reagieren und klappt das jetzt so? Und war der auch im Live-Call mit Korab dann? Behandlung? Ja, tatsächlich so das ein oder andere Mal, aber wirklich zu Anfang hatten wir es halt noch unterschätzt, wie wichtig das ist. Aber mittlerweile ist es wirklich so, okay, das ist einfach nur noch üben. Aber wenn man es dann halt irgendwann drin hat, wie du schon sagst, dann. Ja, kann ich nachts um 3 Uhr wecken und mit dem Einwand kommen, du kannst den. Ja. Und du könntest die Einwandbehandlung machen, ne? Ja, das ist echt. Ja, das Spannende ist, das klingt immer so crazy, so Einwandbehandlung. Es ist nur eigentlich, man stellt eher Fragen. Und, also man stellt hauptsächlich Fragen, findet dann das echte Problem und löst das echte Problem, weil das echte Problem kann man relativ leicht lösen, wenn man es kennt. Hm. Aber die meisten kennen es nicht, weil es im Unterbewusstsein liegt. Und man muss es sozusagen hervorbringen. Mhm. Sonst sind es alles nur Vorwände. Aber das habt ihr alles schon tausendmal gehört. Aber wenn ihr wüsstet, wie wir das machen, dann würdet ihr. Kopf würde explodieren, das ist crazy. Also, aber das ist das eine Ding, was einfach unfassbar geil ist. Aber es funktioniert auch genauso im Privaten, oder? Habt ihr mal abseits vom Business mal irgendwas gemerkt? Ja, also. Oder haben euer Umfeld irgendwas gesagt? Familie? Ich meine, du wirst dich ja wohl verändert haben, seit du bei uns bist. Ja, also definitiv. Das ist, man geht halt an Gespräche ab und zu mal komplett anders ran. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt das machen, der andere will das machen, okay, dann versucht man das ein bisschen zu analysieren. Warum möchte er das jetzt so machen? Oder warum sagt er jetzt so, ich will das vielleicht gar nicht? Aber vor allem ist es so, dass man, wie sagt man das, vor allem so selbstbewusster an viele Situationen rangeht, finde ich. Weil man einfach weiß, okay, ich kann gut kommunizieren irgendwo. Und das hat sich vor allem bei mir im privaten Umfeld geändert, dass man irgendwie deutlich selbstbewusster rangeht und auch deutlich direkter, finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man einfach Dinge, die mir auffallen, dass ich weiß nicht, ob das hauptsächlich von dir oder von Yannick auch mal kam, so den Elefanten im Raum anzusprechen. Ja. Das ist mir sehr aufgefallen, so im privaten Leben. Das hilft einem einfach sehr weiter, um einfach irgendwelche unnötigen Diskussionen zu vermeiden oder irgendwelche unnötigen Probleme, die entstehen, wenn man einfach mal sagt, hey, das fällt mir gerade auf, wieso ist denn das so? Ja, ja. Das fand ich sehr spannend. Also, ich möchte auch noch mal kurz ansprechen, wie Robert mir sehr geholfen hat, einfach. Robert, unser Mindset-Coach, für alle, der Mindset-Coach. Die Zuschauer natürlich nicht. Genau, stimmt, Robert, der Mindset-Coach. Mit ihm zu sprechen war tatsächlich wie so eine Offenbarung für mich.
Wart ihr auch in unserem Live-Call von Andreas und mir schon? Kann ich mal callen? Ja, klar. Wir haben sogar schon mal mit euch geredet. Okay, und ja, wie fällt es dir? Sehr gut. Also ich finde auch, sorry, ich wollte jetzt nicht ins Wort der Beste, sagen. Wie gesagt, wir stellen uns einen Wecker und blockieren den. Und wir sagen, wir dürfen in dieser Zeit auch nicht im Flugzeug sein oder im Zug oder whatever. Ich habe den sogar schon zweimal meiner Mutter gezeigt. Ja, also sie ist auch Unternehmerin und ich habe meine Mutter jetzt auch, sie kommt auch bald zu euch und absolut faszinierend tatsächlich. Ja, also ich finde vor allem so die Energie, die man oder diese Sichtweise, diesen Frame, den man immer von euch irgendwo mitnimmt, auch immer sehr, sehr stark, weil wenn man dann beispielsweise Freitagmorgens sich hinsetzt, okay, ich habe jetzt heute Nachmittag noch zwei Sales Calls und dann irgendwie sich sagt, okay, ich gehe jetzt vorher noch in den Call rein, selbst wenn man nur mal zuhört und einfach so ein bisschen diese Herangehensweise, die Gelassenheit und auch so ein bisschen, wie gesagt, den Frame von euch mitnimmt, dann... Wie würdest du das für diesen Frame beschreiben? Ja, einfach so diese Gelassenheit, wenn, keine Ahnung, 350 Leute im Call sind und einfach zu sagen, ja, hier, so und so ist das doch, ja, ist doch ganz leicht, denk mal drüber nach. Einfach, ne, dass man irgendwo sich von keiner Situation aus der Fassung bringen lässt, das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Und auch einfach, wie ich schon meinte, so diese Direktheit, ne? Das merkt man ja bei euch auch. Finde ich auch sehr, sehr gut, dass einfach ja, irgendwelche Probleme, irgendwelche Blockaden oder irgendwas, was euch auffällt, direkt angesprochen wird. Ja. Beispielsweise beim Coaching Consulting Day, das war live dieses Jahr bei euch über Zoom. Der Livestream. Der Livestream. Wann war das? Im Dezember, ja. Genau. Ihr habt gestartet, ihr habt die ersten Kunden eigentlich im Prinzip direkt gewinnen können mit eurem Coaching-Angebot. Dann 15.000 oder 20.000 Euro Monatsumsatz gemacht, relativ schnell. Ne? Habt euch auch diesen Award hier verdient. Mittlerweile, der beste Monat waren, glaube ich, 60.000 Euro. Genau, also knapp über 60.000 waren das dann. 60.000 Euro Monatsumsatz. Mit einem Angebot, was es im Prinzip ja erst seit wenigen Monaten gibt. Ne? Genau, seit einem halben Jahr jetzt. Seit einem halben Jahr. Sehr, sehr coole Leistung. Da sind bestimmt viele, die da zuschauen und denken, oh, würde ich auch gerne mal 60.000 Euro umsetzen im Monat. Fänden die cool. Ich finde auch so, das hat uns auch sehr geholfen, so in der unternehmerischen Richtung jetzt, dass wir uns halt für Bereiche, wo wir uns einfach nicht auskennen, halt entsprechend Experten holen. Beispielsweise jetzt so wirtschaftliche Beratung oder jetzt Fitness, was Gabriel eingangs schon mal erwähnt hatte, wo wir uns da einfach Experten holen, die wissen halt genau, wie es geht. Und dann sparen wir uns halt unheimlich viel Zeit und können uns halt auf die Dinge fokussieren, auf die wir uns fokussieren möchten. Ja. Ich sag dann, es gibt kein Spitzensportler, der das alleine geschafft hat. Ja, der hat immer eine Betreuung, der hat immer einen Coach, Ernährungscoach, normalen Personal Trainer. Da steht ein ganzes Team dahinter, auch hinter einer Fußballmannschaft beispielsweise. Ja, steht ein komplettes Team an Coaches dahinter. Und es war für uns auch wichtig, selber zu lernen, was das eigentlich für einen Unterschied machen kann, wenn man so an die Hand genommen wird. Was sind eure Zukunftspläne? Die sind sehr hoch. Ja, also jetzt für die nächste Zeit erstmal in Berlin, wenn wir jetzt zusammengezogen sind, auf jeden Fall erstmal ein Büro zu suchen und die ersten Mitarbeiter einzustellen, weil wir merken jetzt auch, okay, ein Team wäre schon sinnvoll. Also wir haben jetzt mittlerweile bei uns auch schon über 100 Kunden und die Betreuung dahinter muss natürlich dann auch so langsam mal durch ein Team aufgestockt werden, gerade was so die Projektplanung bei uns intern auch angeht und auch die Skalierung. Mhm. Also auf jeden Fall dann jetzt erstmal ein Team aufzubauen. Und dann natürlich auch langfristig zu schauen, okay, wie können wir den Kunden von uns noch bessere Ergebnisse liefern? Also nochmal zu schauen, okay, welche Inhalte bringen wir da jetzt noch mit rein? Was ist da so gewünscht? Und natürlich auch ja, automatisiert jetzt zu skalieren durch Facebook-Werbung oder eben halt durch die Mitarbeiter. Sehr geil. Ja, genau. Sehr, sehr cool. Wenn man jetzt selber sagt, hey, ich bin Angestellter, ich möchte vielleicht mich selbstständig machen irgendwann in den nächsten Monaten und suche jemanden, der mir dabei helfen kann, wie kann man euch finden? Ideal über Instagram. Auf xgabrielhaug und adrian-pl- oder halt über unsere Website ganz normal gabrielhaug.de. Dort kann man sich das Ganze auch mal anschauen, wie wir das Ganze halt auch gemacht haben, beziehungsweise mit welchen Methoden wir das Ganze machen. Und kann sich dort halt eben auch bewerben, einfach mal auf ein Beratungsgespräch mit uns. Und dann schauen wir uns halt auch erstmal mit der Person halt auch an, was ist denn überhaupt potenziell möglich da und welche Richtung kann das überhaupt gehen, dass man überhaupt erstmal so einen Weg hat, überhaupt erstmal so einen Ausblick hat, okay, was könnte man überhaupt machen? Sehr cool. Und für alle anderen, die selber sagen, hey, ich habe vielleicht schon ein bestehendes Business, ich möchte das weiter skalieren, möchte mehr Umsatz machen, ja,
in ähnliche Gefilde kommen wie Jungs mit einem hohen fünfstelligen Monatsumsatz oder vielleicht auch sechsstellige Monatsumsätze oder mehrfach sechsstellige Monatsumsätze. Wir haben unterschiedliche Trainingsprogramme für unterschiedliche Situationen, die du gerade steckst, ob du am Anfang bist und noch nicht verkaufen kannst. Wir können dir erstmal beibringen, ja, zum ersten Mal fünfstellige Monatsumsätze zu machen, indem du richtig verkaufen lernst oder indem du, sage ich mal, automatisiert in irgendeiner Art und Weise Neukunden generieren kannst mit unseren anderen Trainings und dann sozusagen weiter wachsen oder eben, wenn du schon eine Firma hast mit vielen Mitarbeitern und ja, mehr Gewinn machen möchtest, profitabler werden möchtest oder einfach deinen Umsatz weiter, ja, steigern möchtest, dann haben wir vielleicht, ist vielleicht das Geschäftsführertraining oder unser Excellence Mastermind für dich interessant. Einfach mal auf www.andreasbaulig.de gehen, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Unsere Mitarbeiter, die wissen ganz genau, ja, was da am meisten Sinn für dich macht. Du wirst dann da auf jeden Fall von denen, ja, sag ich mal, in der Ist-Situation erfasst und die können dir dann auch sagen, ob wir dir helfen können oder nicht. Wenn wir dir nicht helfen können, ja, keine Sorge, wir werden dir auf keinen Fall was verkaufen, was dir nichts bringt, weil da machen wir uns nur selber unglücklich mit, ja, wenn wir jemanden haben, der unzufrieden ist. Dementsprechend einfach dich melden. Ja, unsere Mitarbeiter wissen genau, ob wir dir helfen können. Wenn wir dir nicht helfen können, können wir dich vielleicht an jemanden weiterleiten, der dir helfen kann. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr hergekommen seid. Sehr gerne. Danke euch. Aus Hannover, ja. Und wir sehen uns im nächsten YouTube-Video hier auf diesem Kanal. Vielen Dank und bis dann. Macht's gut. Ciao. Mir hat das Interview sehr, sehr gut gefallen. Es waren echt spannende Fragen mit dabei und hat auch mal sehr Spaß gemacht, mal ein bisschen von unserer Seite aus zu erzählen. Und hier bei Baulig Consulting auch mal im Büro zu Gast zu sein, ist tatsächlich ja, ganz schön, auch für uns, weil wir dann auch mal sehen, wo der Weg mal hingehen kann und wie das Ganze hier so aufgebaut ist. Ich würde sagen, die Key Learnings sind, dass wir auf jeden Fall in der Lage sind, das Ganze, unser Ziel anzupacken. Ja, wir haben sehr viel übers Verkaufen gelernt und wir wissen, dass es noch sehr viel gibt. Ich würde sagen, mein Haupt-Key-Learning ist, dass wenn ich mir einen Mentor suche, ich alles schaffen kann. Bei mir ist es so, dass ich vor allem für mich gemerkt habe, hey, egal wo man mal herkommt, egal ob man jetzt mal schüchtern war oder sehr aufgedreht, man kann alles erlernen, wenn man das Ganze eben möchte. Und ja, also das ganze Thema dahinter, sei es jetzt Verkauf, sei es jetzt Kundenfindung, ist kein Hexenwerk. Ja, tatsächlich hat sich auch das Umfeld um, ja, 180 Grad gedreht. Man hat Kontakte zu komplett neuen Personen geknüpft und vor allem geht man, ja, komplett anders an das Leben heran. Wir sind dann eher im Büro, anstatt jetzt irgendwie, keine Ahnung, mal so in der Stadt unterwegs. Und einfach das Gefühl, morgens aufzustehen und zu wissen, hey, heute helfe ich Leuten weiter oder heute gewinne ich vielleicht einen neuen Kunden, dessen Leben jetzt auch, ja, irgendwo neu startet, weil wir ihm halt eben Möglichkeiten aufzeigen, wie auch er halt eben, ja, sein Leben verändern kann. Generell Menschen, die ihre Offer skalieren wollen, also ihr Angebot, Kunden finden wollen. Ich habe es tatsächlich schon sehr vielen Freunden empfohlen und selbst meiner eigenen Mutter. Weil, ja, ich würde auch einfach sagen, so jeder, der halt wirklich Probleme dabei hat, einfach ja, zu realisieren, okay, wie die vor so einer Wand stehen und nicht genau wissen, wie sie jetzt weitermachen sollen, die vielleicht nicht wissen, wie gehe ich jetzt die nächsten Schritte und die vielleicht noch gar nicht genau wissen, wie bringe ich da überhaupt System rein. Und vielleicht noch denken, okay, bei mir ist es was Besonderes, aber eigentlich kann man so ziemlich alles systematisieren.